Herzlich willkommen in Cottbus. Um Ihre Tour mit dem Audioguide zu erleichtern, erhalten Sie hier noch einige Hinweise. Es ist jederzeit möglich, die Wiedergabe mit Hilfe der Pause-Taste zu unterbrechen. Sie sollten diese Funktion nach jeder Wegbeschreibung nutzen, wenn Sie dieses Geräusch hören. Nach Erreichen des nächsten Ziels fahren Sie mit der Wiedergabe fort. Um eine Station nochmals anzuhören, betätigen Sie die Rückspultaste und halten diese gedrückt. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Ihrer audiovisuellen Tour durch Cottbus. Da sind Sie ja endlich. Glück zu! Kennen Sie eigentlich diese Begrüßung? Der Müllergruß hat seinen Ursprung in der Zeit, als die Müllergesellen auf Wanderschaft gingen. Auf der Wanderschaft gab es bestimmte Rituale, zu denen auch die Begrüßung zählte. Der Geselle schritt zur Mühlentreppe, steckte den Wanderstock durch die dritte Stufe, legte sein Bündel daneben und wartete. Vom ältesten Gesellen mit Glück zu! Angesprochen zu werden. Die Antwort lautete dann: Schönen Gruß von Meistern und Gesellen. Zu guter Letzt folgte ein kurzer Plausch über Gott und die Welt. Da ich selbst Müller bin, möchte ich Ihnen auf meine Art und Weise etwas über Cottbus und dessen Merkwürdigkeiten erzählen. Denn Cottbus ist regelrecht sagenumwoben. Wundern Sie sich also nicht, wenn wir vielleicht Kobolden begegnen oder sogar einem Wassermann, der seine gekochten Fische vor einem Bären hüten muss. Und passen Sie vor allem auf, wenn wir vielleicht auf allzu freizügige Müllers Frauen stoßen. Fangen wir gleich bei diesem Turm an. Er nennt sich Spremberger Turm. Mittlerweile seit 600 Jahren gibt es bereits den Turm. Ursprünglich gehörte er zu den Verteidigungsanlagen. Hier stand sogar bis Ende des 19. Jahrhunderts eine Bastion. So wie Sie ihn jetzt sehen, verdanken wir es dem preußischen Obermeister Friedrich Schinkel. Wenn der Turm geöffnet ist, dann wagen Sie den Aufstieg. Es lohnt sich. Ich warte hier auf Sie. Ah, da sind Sie ja wieder. Übrigens, der Sack Korn vor dem Eingang des Spremberger Turms steht nicht umsonst hier. Der muss zur Spreewehrmühle. Also, packen Sie es an. Mit dem Fahrrad ist es eh viel leichter. Aber durch die Spremberger Straße können wir nur laufen. Das Radfahren ist hier nicht gestattet. Spremberger Straße oder auch einfach nur Sprem genannt, war eine wichtige Handelsstraße zur Stadt Spremberg. Heute ist sie die beliebteste Einkaufsmeile der Cottbusser und auch der Gäste. Mehrmals wöchentlich herrscht hier Markttreiben. Gleich gelangen wir zur Schlosskirche. Im 14. Jahrhundert wurde an dieser Stelle die Katharinenkapelle gebaut. Bedauerlicherweise ist die Kapelle durch Stadtbrände oft schwer beschädigt worden. Im 18. Jahrhundert errichteten die Hugenotten auf den Grundmauern der zerstörten Katharinenkapelle die jetzige Schlosskirche als einschiffigen Putzbau mit Walmdach und Sakristei.
Ihr markantes Profil mit Zinnkrone und neugotischer Turmhaube erhielt sie im 19. Jahrhundert. Heute ist die Schlosskirche ein Ort der ökumenischen Begegnung. Ah, riechen Sie auch diesen Duft nach frisch gebackenem Kuchen? Ah, der Geruch kommt von der Cottbuser Baumkuchenmanufaktur im Hause des Kaffees Lauterbach. Dort gehen wir jetzt hin, denn Kuchen ist mir deutlich lieber als Beten. Einige Meter weiter sehen Sie schon auf der rechten Seite das Café Lauterbach. Gleich dahinter befindet sich die Mühlenstraße. An dieser Kreuzung machen Sie erstmal Halt. Um 1819, in einer bitterkalten Nacht in der Vorweihnachtszeit, wurde in solch einer Backstube von Maria Groch der Baumkuchen gebacken. In der Folgezeit entstanden bedeutende Konditoreibetriebe in ganz Cottbus, die sich einen großen Namen mit dem Cottbuser Baumkuchen gemacht haben. Die Tochter der Maria Groch vervollständigte bis Ende des 19. Jahrhunderts die Herstellung des Cottbuser Baumkuchens. Sie verfeinerte den Baumkuchen so gut, dass sie 1886 sogar kaiserliche Hoflieferantin wurde. Leider ist sie im gleichen Jahr verstorben, sodass sie ihre eigene Ehrung nicht mehr erleben konnte. Ab jetzt können Sie auch das Fahrrad benutzen. Zu meiner Zeit war es Luxus, ein Rad zu besitzen. Naja, die Zeiten ändern sich. Nicht weit von hier in der Mühlenstraße werden Sie die Skulptur vor dem Wendischen Museum entdecken. Sie stellt die Sagenfigur des Wassermanns dar. Ihre Fahrräder können Sie ruhig vor dem Wendischen Museum abstellen. Das Wendische Museum ist eine Fundgrube für heimatliches Brauchtum der Sorben. Es vermittelt Ihnen die Geschichte und Kultur der mehr als anderthalb Jahrtausenden dauernden Existenz der Slawen. Der Wassermann, eine Sagengestalt aus der Niederlausitz, der vor dem Eingang sitzt, ist in den Sagen oft gutmütig. Manchmal spielt er jedoch den Menschen auch Streiche. Mal hilft er armen Fischern oder erst unzufrieden und lässt Hochwasser entstehen. Und manchmal erscheint er als ein schöner Jüngling, der den Mädchen des Dorfes den Kopf verdreht. Mein Großvater, er war auch Müller, hatte eine Begegnung mit einem Wassermann in seiner Mühle. Jede Nacht kam der Wassermann in seine Mühle und machte dort viel Unfug. Mein Großvater war natürlich sehr ärgerlich darüber. Des Nächtens kochte der Wassermann ständig Fische auf dem Kamin. Bald roch die Mühle mehr nach Fisch als nach Mehl. Deswegen brachte auch kein Bauer mehr sein Korn zum Mahlen. Eines Tages kam ein Mann mit einem großen Bären in das Dorf, wo mein Großvater lebte. Er gab mit dem Bären eine Vorstellung für die Kinder. Die Kinder hatten viel Spaß, weil der Bär viele lustige Sachen mit ihnen machen konnte. Danach suchte der Bärenführer einen Schlafplatz für die Nacht. Doch niemand wollte einen Bären bei sich zu Hause haben. Schließlich ging der Bärenführer zur Mühle und bat dort um ein Nachtlager. Mein Großvater sagte, ja, du kannst bei uns im Hause schlafen, aber den Bären wollen wir in der Mühle anbinden. So geschah es. In der Nacht kam wieder der Wassermann in die Mühle. Er fing an, seine Fische zu kochen. Der Bär roch die Fische und bekam Appetit. Er ging zum Kamin, griff mit der Tatze in den Kessel und holte sich einen Fisch heraus. Das ärgerte den Wassermann. Er schlug den Bären kräftig auf die Tatze. Trotzdem nahm der Bär noch einen zweiten Fisch. Da schlug der Wassermann den Bären wieder auf die Tatze. Nun wurde der Bär wütend. Er sprang auf den Wassermann und zerkratzte ihn am ganzen Körper. Da bekam der Wassermann Angst und sprang in den Mühlenteich. Am nächsten Morgen zog der Bärenführer mit seinen Bären weiter. Sie wollten im nächsten Dorf eine Vorstellung geben. Der Wassermann tauchte wieder auf.
Er fragte den Großvater, »Was für eine große Katze hast du seit gestern in der Mühle?« Zuerst verstand der Großvater die Frage nicht. Doch dann sagte er schnell, »Ja, ja, die habe ich mir gekauft.« Er lächelte heimlich und schwindelte weiter und »In der Nacht hat sie noch 9 Junge bekommen.« »Dann bleib ich nicht länger hier«, sagte der Wassermann. Seit diesem Tag hatte der Großvater Ruhe. Der Wassermann kam nicht wieder. »Ist der Sack Korn noch richtig auf Ihrem Rad befestigt?« »Na, dann kann es ja weitergehen.« »Also, Sie fahren mit dem Fahrrad weiter entlang der Mühlenstraße, über die nächsten 2 Kreuzungen hinweg bis zum Gerichtsplatz auf der linken Seite, wo sich einige Fahrradständer befinden. Dort stellen Sie das Rad ab und laufen die Straße hoch bis zum gut sichtbaren Schlossturm. Na, auf geht's!« Im 10. Jahrhundert erbauten die Wenden einen slawischen Burgwall. Diese Burg war die größte der Niederlausitz. Der Burgwall diente den Siedlern als Rückzugsmöglichkeit bei Angriffen und als Herrschaftssitz. Später wurde die Burg Sitz der lokalen Adelsdynastie. Heute heißt der Turm wegen seiner Nähe zum Amtsgericht Gerichtsturm. In den folgenden Jahrhunderten prägte eine wechselvolle Geschichte die Gebäude des Cottbuser Schlossberges. 7 Jahre später entstand der neue Renaissancebau des Landgerichts. Der Gerichtsturm erhielt ein neues Gesicht, das dem alten Zustand nicht mehr entsprach, welches aber mit der hervorragenden Zinnengalerie und dem Satteldach im Sinne seiner Zeit altertümlich war. Der Turm erreichte eine Höhe von 46 Metern. Apropos Gericht, auf dem Marktplatz sollen im Mittelalter ein Pranger und ein Schandpfahl gestanden haben. Die Strafe bestand vor allem in der öffentlichen Schande, welche der Verurteilte erdulden musste. Die Bürger konnten die Angeprangerten mit Obst oder Gegenständen bewerfen oder sogar regelrecht verprügeln. Da ich immer ein ehrlicher Müller gewesen bin und nie meine Mahlgäste um ihr Mahlgut betrogen habe, war ich natürlich immer nur Zuschauer. Sie laufen nun zurück zu Ihrem Rad. Es ist nur ein kleines Stück hinunter bis zur Spree. Dieser folgen Sie links entlang bis zur Ampelkreuzung, überqueren diese und halten sich immer links vom Spreelauf. Wenn Sie das grüne Band an der Spree erreichen, steigen Sie doch vom Rad ab und genießen Sie den kurzweiligen Spreespaziergang zur Spreewehrmühle. Lassen Sie sich nicht vom Weg abbringen und folgen Sie immer dem Lauf der Spree. Ich bin erstaunt, wie bequem das Leben mittlerweile ist. Heute gibt es Wasser aus der Wand, kalt und warm, je nach Belieben. Früher wurden Städte an Flüssen gebaut, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Und nicht nur dazu, sie dienten als Handelsweg, als natürliche Barriere zur Verteidigung, für Produktionsprozesse, als Viehtränke, für die Wäsche und so weiter und so weiter. Im Altertum zerrieben Frauen und Sklaven das Korn auf einem flach gewölbten Stein wie in einem Mörser. Etwa um 4000 vor Christi Geburt ist in Alt-Babylon und später auch bei den Ägyptern und Assyrern diese frühe Mahlsteintechnik nachweisbar. Wenn es die nicht gegeben hätte, wäre ich wohl nie Müller geworden. Bis zur Industrialisierung war die Mühle die wichtigste Maschine der Menschheit. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich mechanische Mühlen, deren Antrieb durch Wasser, Luft, Dampfmaschinen und Strom erfolgte. Das führte natürlich zu enormen Arbeitserleichterungen. Auf Vitruvius, einen römischen Architekten, geht folgendes Gedicht zurück. Hört auf, euch zu bemühen, ihr Mädchen, die ihr in den Mühlen arbeitet. Schlaft und ruht und lasst die Vögel der Morgenröte entgegensingen. Denn Ceres hat den Najaden befohlen, eure Arbeit zu verrichten. Diese gehorchen. Werfen auf die Räder, drehen mächtig die Wellen
und durch diese die schwere Mühle. Übrigens, Najaden sind Wassernixen und symbolisieren dabei die Wasserkraft. Den ersten urkundlichen Nachweis einer Wassermühle in Cottbus datiert man auf 1435. Mühlen unterstanden im Mittelalter den weltlichen und kirchlichen Herren. In dem Sachsenspiegel, eines der ältesten Rechtsbücher in deutscher Sprache, heißt es unter anderem, dass Mühlen neben Pflug den Kirchen und Landstraßen den besonderen Friedensschutz des Königs beanspruchten. Es beinhaltet auch ein Asylrecht in Mühlen für verfolgte Verbrecher, das immerhin bis ins 18. Jahrhundert bestand. Wer diesen Frieden brach, wurde mit harter Strafe bedroht. Es hieß, alle Mörder und die, die einen Pflug oder eine Mühle oder eine Kirche oder einen Kirchhof berauben und verraten und mordbrennen, oder die, die ihre Vollmacht zu ihrem eigenen Nutzen missbrauchen, die soll man rädern. Für mich als Müller ist es nicht ganz einfach. Ich musste so allerlei Gesindel Unterschlupf gewähren, ob ich wollte oder nicht. Manchmal waren da auch Leute drunter, die hatten wirklich nichts getan. Der Markgraf führte im Jahr 1545 in Cottbus für alle Bürger und Dorfbewohner den Malzwang ein. Wer dagegen verstieß und woanders malte, verlor Pferde und Wagen sowie das Getreide. Um 1845 wurde der Malzwang wieder abgeschafft. Die Sprengermühle ist nicht mehr weit. Wenn sie in Sichtweite kommt, halten Sie sich nach der Brücke rechts. Und passen Sie mir bloß auf, dass der Kornsack nicht vom Rad fällt. Endlich sind wir da. Wir können den Sack persönlich abgeben. Ich glaube, wir haben uns wirklich eine Pause verdient. Glück zu, Meister Müller! Bis in das 14. Jahrhundert wurden unterschlächtige Räder genutzt, die in das Wasser tauchten, sodass das Wasser auf die unteren Radschaufen stieß. Später wurden oberschlächtige Wasserräder genutzt, wo das Wasser so geleitet wurde, dass es von oben auf das Rad stürzte. Dafür musste man Wehre bauen, um das Wasser zu stauen. Die Spreewehrmühle besitzt ein unterschlächtiges Rad. Der Amtsrat Huber hatte 1795 beantragt, hier eine Pfahlmühle zu bauen. 1801 war die Mühle betriebsbereit. Ursprünglich war sie als Gräubchenmühle angedacht, aber man konnte sie auch mit Hirse, Öl, Weizen und Roggen füttern. Immerhin konnte sie in den besten Tagen bis zu 2,5 Tonnen verarbeiten. Aber auch nur, wenn die Spree genügend Wasser führte. Um 1824 erbaute der Müllermeister zusätzlich eine Holländerwindmühle. Aber leider blieb der Erfolg doch irgendwie auf der Strecke. Denn nach 40 Jahren wurde sie zwangsversteigert. Den Zuschlag erhielt ein gewisser Johann Christian Löcher, der sogar erstmals einen Schankbetrieb aufzog. Im Laufe der Jahre wechselte die Mühle immer wieder den Besitzer. Im Jahre 1876 brannte auf mysteriöser Weise die Holländer Windmühle so weit aus, dass es sich nicht mehr gelohnt hätte, sie wieder aufzubauen. Man munkelt, dass der Müller selbst die Mühle in Brand gesetzt hatte. Um 1900 verkaufte schließlich der letzte Privatbesitzer die Spreewehrmühle an die Stadt. Sie wurde an einen Christian Schichan verpachtet. Da die Spree schon immer ziemlich unregelmäßig Wasser führte, setzte der Pächter verstärkt seine Arbeit beim Schankbetrieb ein und war dann eher nebenberuflicher Müller. 1959 wurde komplett der Mühlenbetrieb eingestellt. Lediglich die Schankwirtschaft wurde weitergeführt. Ein Jahr später erklärte das Institut für Denkmalpflege Dresden die Mühle zu einem Objekt von technisch historischem Wert.
In den 80er Jahren konnte sie als technisches Denkmal der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im Jahre 2007 trafen sich engagierte Bürger der Stadt und gründeten den Mühlenverein Spreewehrmühle e.V. Der Mühlenverein veranstaltet regelmäßig das Schaumalen. Es lohnt sich auf alle Fälle, das Innere der Mühle zu begehen. Gehen Sie doch mal rein. Ah, das sind Sie ja wieder. Ja, das ging aber schnell. Nicht weit von hier befindet sich ein großes Spreewehr. Da gehen wir jetzt mal hin. Und ich stelle Ihnen den Teufel vor. Da es am Wehr so wunderbar rauscht, ist es nicht zu verfehlen. Ein gewisser Markgraf Hans hatte einen Pakt mit dem Teufel und spannte ihn für allerlei Aufgaben ein. Zum Beispiel befahl er, baue einen Damm von Peitz nach Cottbus. Der Teufel zieht einen Weg zwischen den Orten. Daher nennt man den Weg, der zwischen den Peitzer Teichen nach Cottbus führt, auch Teufelsdamm. Anschließend soll der Teufel einen Wassergraben bauen. Der Markgraf befahl, grabe einen Wasserlauf von der Spree nach der Malkse bei Peitz. Der Teufel flügte mit zwei schwarzen Ochsen durch, wird dabei in einen Teich geschleudert und ward fortan nicht mehr auf der Erde gesehen. Seitdem heißt dieser Teich Teufelsteich. Aber in dem vom Teufel angelegten unterirdischen Gang zwischen Cottbus und Peitz spukt es noch heute. Wenn man den Gang von der Klosterkirche mit brennendem Licht betritt, so pustet einem der Teufel sofort das Licht aus. Genug geplappert, jetzt geht's weiter. Ich möchte Ihnen ja schließlich auch noch meine Mühle zeigen. Vorher kommen wir noch an einigen interessanten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei. Fahren Sie den Weg, auf dem Sie gekommen sind, wieder in Richtung Stadt zurück. Einfach am Lauf der Spree entlang. Bei der nächsten Brückenüberquerung wechseln Sie die Spreeseite und wenden sich hinter der Brücke nach rechts auf dem Pfad entlang der Spree. Steigen Sie dort vom Rad ab und unternehmen Sie einen kleinen Spaziergang. Währenddessen erzähle ich Ihnen etwas über meinen Beruf als Müller. Für das Klappern der Mühle ist ein Stock zuständig. Er wird von dem drehenden Mühleisen automatisch bewegt und schlägt dabei auf den Beutel, in dem sich das Mehl befindet. Durch diese Wucht wird regelrecht das Mehl herausgeschlagen. Die Kleie bleibt vorerst im Beutel und kommt später in einen Kasten, den man umgangssprachlich Kleiekotzer nennt. Angelehnt an dieses rhythmische Geräusch entstand das bekannte deutsche Volkslied Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Kennen Sie es? Hören Sie mal hin. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, tipptopp, tipptopp. Bei Tag und bei Nacht ist die Mühle stets wach, tipptopp, tipptopp. Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot und haben wir dieses, so hat's keine Not. Tipptopp, tipptopp, tipptopp. Beim Sprichwort, wer zuerst kommt, mal zuerst, kann man sich ja schon denken, um was es geht. Auf alle Fälle sollte der Müller jeden gleich bedienen und keine Trinkgelder annehmen. Und die Mahlgäste sollten nacheinander ohne jegliche Vordrängelei bedient werden. Jede Region hatte eine eigene Mühlenordnung, die den Müller verpflichtete, seine Mühle in Ordnung zu halten, um Schaden am Mahlgut des Mahlgastes abzuwenden und Betrug am Mahlgast vorzubeugen. Verschiedene Varianten des Müllers, seinen Mehlanteil zu erhöhen, wurden schriftlich benannt und verboten. Zum Beispiel wären das Löcher im Sichtbeutel oder an den Holzteilen, wo das Mehl hineinfiel, das der Müller später aufkehren konnte.
Der Weg führt jetzt weiter entlang der Spree in den Karl-Plechen-Park. Dazu fahren Sie mit Ihrem Rad bis zur Sandower Hauptstraße und überqueren diese. Dabei kommen Sie an einer gut sichtbaren Bootsanlegestelle vorbei. Ich habe ja doch jede Menge Ahnung vom Malen des Getreides, aber das Malen mit dem Pinsel, das überlasse ich eher anderen, zum Beispiel dem Maler Karl Plechen. Er gehörte zu den bedeutendsten Malern des 19. Jahrhunderts. Nicht nur Theodor Fontane erkannte dieses außergewöhnliche künstlerische Talent. Der bekannte Maler Caspar David Friedrich war das große Vorbild Plechens und Johann Christian Clausen Dahl wurde sein Lehrmeister. Mit 24 Jahren beendete Plechen sein Studium der Malerei an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin. Die Landschaften Italiens hatten es ihm angetan. Dort ließ er sich für sein malerisches Werk inspirieren. Schroffe Gebirgszüge, antike Ruinen, nackte, verbrannte Erde und vor allem das gleißende italienische Licht. Als wenn's das bei uns nicht auch gegeben hätte. Ja, wie dem auch sei. Übrigens, diese typischen Kuttenträger, verzeihen Sie, das religiöse Element fehlt im Naturgefühl Plechens völlig. Er malte die Natur im Reichtum ihrer Farben und Formen, wie er sie sah. Mit 33 Jahren wurde Plechen zum Professor für Landschaftsmalerei an die Akademie der Künste berufen. Allerdings fanden seine Skizzen und Bilder keine Anerkennung, seinen Malstil bezeichneten Kritiker als wilde Kleckserei. Und wenn Sie mich fragen, so schlimm sind seine Bilder nun auch wieder nicht. 5 Jahre nach seiner Berufung litt Plechen an zunehmenden Depressionen und wurde schließlich von seinem Lehramt entbunden. Karl Plechen starb am 23. Juli 1840 in Berlin im Alter von 42 Jahren in geistiger Umnachtung. Grausam, was schlechte Kritiken so alles anrichten können. In Cottbus hat man, zu Recht, wie ich meine, diesen wunderschönen Park nach ihm benannt. Jetzt wollen wir aber weiter. Bei der nächsten Brücke mit orangefarbigem Geländer geht es rüber auf die Mühleninsel, zum nächsten Park, und zwar in den Goethe-Park. Ach, die Mühleninsel. Hier ist für mich die schönste Ecke meiner Stadt. Der ursprüngliche Verlauf des Spreestromes lässt sich nur vermuten. Durch regelmäßiges Hochwasser änderte sich stetig das Flussbett. Links und rechts der Spree wucherte Schilf und ein regelrechter Urwald. Nur mit kleinen, flachen Spreewaldkähnen konnte man sie befahren. Früher war der Fluss mit Fischen und Krebsen gefüllt. Apropos Krebs. Kennen Sie das Wappen der Stadt Cottbus? Es zeigt einen Krebs, ein Hinweis, wie eng die Stadt mit der Spree verbunden ist. Die Insel heißt nicht zu Unrecht Mühleninsel. Für mich ist es hier wie im Paradies. Wassermühlen, Ölmühlen, Mühlen für die Gerberhandwerker und einige mehr standen auf dieser Insel. Folgen Sie dem Hauptweg. Wenn Sie allmählich das tosende Wasser hören, dann sind wir nicht mehr weit vom Elektrizitätswerk entfernt. Gehen Sie dort die Treppen hinauf bis zur Brücke und von dort haben Sie einen guten Blick auf die Wilhelmsmühle und auf das E-Werk. Die älteste Mühle der Stadt, die Stadtmühle, wurde 1435 erstmals urkundlich erwähnt. Sie befand sich auf dem Platz, wo heute das E-Werk steht,
und bestand aus zwei Mühlen. Um 1445 verkaufte Reinhard von Cottbus die eine Hälfte der Stadtmühle samt Mannschaft an Friedrich II., dem Kurfürsten Brandenburgs, für 5000 Schockgroschen. Die andere Hälfte ging 10 Jahre später an den Kurfürsten. Im Laufe der Jahrhunderte gab es mehrere Brände, bei denen die Stadtmühle in Mitleidenschaft geraten war. Um 1882 zerstörte dann ein fünfter größerer Brand die Stadtmühle. Die Stadt überlegte sich, ob es denn sinnvoll wäre, auf dem Platz noch eine Mühle zu errichten oder durch die technische Entwicklung und den zunehmenden Bedarf an Strom eher ein Elektrizitätswerk zu bauen. Apropos Strom. Auch wenn es im Mittelalter noch lange keinen Strom gab, man könnte meinen, dass eine Mühle ständig unter Strom stand. Da in abgelegenen Mühlen sündige Liebe abseits von sozialer Kontrolle getrieben werden konnte, wurde die erotische Fantasie bedient und die Müllerin nicht selten als unkeusch oder gar als Sinnbild der Unsittlichkeit dargestellt. So weiß ein bestimmtes Lied, dass die untreue, schöne Müllerin ihren frierenden Mann kein Feuer machen konnte. Ich wollt dir bald das Han gesagt, was sie kann, die reine Magd. Wenn du willst, du seist allein, so hat sie in dem Bett noch einen. Sie kann dich lernen, hecheln, lecken und lassen wütend wie ein Gecken. Sie kann dich singen lassen, pfeifen und kann dir nach dem Säckel greifen. Der Rest steht auf einem anderen Blatt. Wir sollten uns jetzt erstmal der Wilhelmsmühle zuwenden. Dabei erzähle ich Ihnen ein wenig über die harte Arbeit der Müllersleute. Mühlenbauer sind selber Müller oder Zimmerleute. Daher nennt man sie Müllerärzte, da sie oft zu Reparaturen geholt werden. Wir sind sozusagen Alleskönner. Der Alltag des Müllers ist hart. Der Müller ist von der Natur schon immer abhängig. Durch niedriges Wasser, Windstille, Missernten, Überschwemmungen, Sturm und Eis wird unsere Arbeit immer wieder erschwert. Geregelten Feierabend haben wir so gut wie nie. Auf der Mühleninsel befand sich nicht nur die Stadtmühle, sondern auch eine Schneidemühle, die um 1664 erstmals erwähnt wurde. Eine Tuchmacherwalke wurde 1404 erstmals als Eigentum der Landesherrschaft erwähnt. In der durch Verfilzung der Fasern im Gewebe Tuch und tuchartige Stoffe erzeugt wurden. Dabei wurde unter fließendem Wasser mit großen Hämmern auf das Material eingeschlagen. Die Lohmühle oder auch Schustermühle arbeitete vermutlich vor 1435. Eine Lohmühle diente zur Zerkleinerung der für die Lohgerberei notwendigen pflanzlichen Gerbmittel. Es werden vor allem Fichten und Eichenrinden aus Lohwäldern zur Lohe zermahlen. Diese ist sehr gerbsäurehaltig und deshalb geeignet zum Gerben von Leder. Um 1880 kam es allmählich zum Verfall der Mühle durch den Rückgang des Lohgerberwerks. 1903 wurde die Mühle dann abgerissen. Die Weißgerberwalke, später Wilhelmsmühle genannt, wurde wahrscheinlich zur gleichen Zeit mit der Lohmühle erbaut. Sie lag unterhalb der Lohmühle in gleicher Flucht, sodass die beiden Wasserräder anfangs hintereinander standen. Um 1803 ist sie vollständig abgebrannt und mit 2900 Talern wieder aufgebaut. Ungefähr 20 Jahre später lag sie eine Zeit lang still und wurde wegen Baufälligkeit abgerissen. Anschließend wurde ein massiver, dreistöckiger Neubau errichtet und als Tuchwalke benutzt. Das Gewerk ging im Laufe der Jahre zurück. Schließlich gab es nur noch einen Meister mit 78 Jahren. Es fehlte an Nachwuchs.
Hier in der Uferstraße, gegenüber der Wilhelmsmühle, entdecken Sie einige der ältesten noch erhaltenen Gebäude der Stadt, die Gerberhäuser. Die Gerberhäuser sind Fachwerkbauten im mittelalterlichen Stil zur Aufbewahrung und Trocknung der Felle und Häute. Wenn man sich die drei Gerberhäuser anschaut, die sich am Mühlgraben befinden, glaubt man, dass die Handwerker ein beschauliches Leben führten. Saubere Luft? Nicht wirklich. Beim Beizen der Tierhäute wurde Kot von Hunden, Hühnern und Tauben benutzt. Ich kann mir vorstellen, dass die Gerber eine Wäscheklammer für die Nase verwendeten. Es hat nicht nur ziemlich gestunken, sondern die Wasserverschmutzung war damals enorm. Zum Glück bin ich Müller geworden und kein Gerber. Und meine Mühle war weit von dem Gestank hier entfernt. Kommen Sie, es geht weiter. Radeln Sie die Uferstraße entlang, vorbei am Dieselkraftwerk, das heute ein Kunstmuseum beherbergt. Dieses lassen Sie jedoch links liegen, überqueren die Hauptstraße und halten sich rechts am Flusslauf und fahren geradeaus, bis Sie allmählich das Tosen des Wassers am kleinen Spreewehr hören. Überqueren Sie die Wehrbrücke und fahren Sie dann rechts in den Park hinein. Nach einigen Metern sehen Sie bereits das Planetarium auf der linken Seite. Fahren Sie weiter geradeaus bis zur großen Brücke. Da müssen Sie jetzt rüber. Seien Sie bloß froh, dass Sie den schweren Sack Korn nicht mehr mitschleppen müssen. Wenn Sie es geschafft haben, ruhen Sie sich im Eliaspark ein wenig aus. Lassen Sie Ihr Rad doch einfach stehen. Der Eliaspark entstand 1902 und war eine Stiftung des Kommerzienrates Elias. Er wurde zur Bundesgartenschau 1995 neu gestaltet. Im Sommer sind die Wiesen voll von Menschen. Die schönen Sportanlagen sind gut besucht. Der Park ist also ein gern gesuchter Erlebnisbereich für Jung und Alt. Genug geruht. Schwingen Sie sich wieder auf Ihr Rad. Es geht links am Stadion entlang weiter bis zu dem großen offenen Tor. Rechts hinter dem Stadion. Fahren Sie hindurch und anschließend links die Auffahrt hinauf. Auf dem Stadtring fahren Sie bis zur Fußgängerampel und wechseln hier die Straßenseite. Dann müssen Sie nach links abbiegen, wieder über die Ampel und nach wenigen Metern die Schräge hinunter und nach rechts auf dem Radweg fahren. Auf diesem Spreedamm radeln Sie ein Stück, bis Sie zur Hermann-Lönz-Straße gelangen. Das Straßenschild für Radfahrer weist Ihnen den Weg nach links zur Markgrafenmühle. Die Markgrafenmühle erhielt den Namen vom Herrn, dem Markgrafen. Die erste nachweisbare Erwähnung datiert um 1543. Sie muss aber schon viel früher existiert haben, denn in einem Aktenstück aus dem Jahre 1454 steht geschrieben: Wir, Friedrich, verleihen auf Bitten unseres Landvogts zu Lusitz Otto von Sliven, seiner ehelichen Hausfrau Elisabeth, als Leibgedinge unser Mole, die Markgrafenmole genannt, aswendig ein Viertelmeil wegs von unser Stadt Cottbus gelegen, auf Lebenszeit beider. Um 1545 wurde auch hier die Mühlenordnung eingeführt. Viele hatten einen sehr weiten Weg, da der Mühlenzwang ja vorschreibt, dass die Bauern ihr Korn in der Markgrafenmühle mahlen mussten. Es konnte gut möglich sein, dass man den ganzen Tag gebraucht hatte, zur Mühle zu gelangen.
Vor circa 200 Jahren begann der Müller mit dem Schankbetrieb. Die Bürger tranken circa 230 Tonnen Bier im Jahr. Ach ja, und eine ganze Weile trieb ein Kobold in der Mühle sein Unwesen. Viele Male kam es zu Flutwellen. Niederungen wurden restlos überschwemmt, manches wurde zerstört. Die Wasserzufuhr war unregelmäßig. Das Wasser wurde durch Äste, Blätter und Schlamm unsauber. Es hieß dann, dass der verflixte Kobold wieder da sei. Niemand weiß, wie er aussieht, denn es hat ihn noch nie einer zu Gesicht bekommen. Aber alle behaupteten, er wäre sehr klein und würde eine rote Mütze tragen. Es gab Gerüchte, dass der Marsteller, der erste Mühlenbetreiber im 16. Jahrhundert, ihn geschickt hätte. Manchmal konnte man sein schelmisches Lachen im stürmischen Wind hören. Durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert entstand in der Markgrafenmühle ein ganzer Komplex von Mühlen. Als dann 1845 eine englische Walkmaschine in einer der neuen Mühlen ihre Arbeit aufnahm, wurde es dem Kobold zu viel. Der pausenlose Lärm der Walkhämmer vertrieb ihn für immer. Auf einem schmalen Brett schaukelte er auf dem Mühlengraben in Richtung Spree, verlor das Gleichgewicht, fiel in das Wasser und ertrank. Nur die rote Mütze soll einige Zeit auf den Wellen gehüpft sein. Das hat er nun davon. Jetzt ist es nicht mehr weit zur Matloher Mühle. Fahren Sie weiter über die kleine Brücke rechts in den Eichenpark hinein, dem asphaltierten Radweg folgend. Der Weg führt Sie zu einer steinernen Brücke mit auffälligen Verzierungen. Die nennt man hier auch Jubiläumsbrücke. Fragen Sie mich nicht, warum. Na, da müssen Sie jedenfalls hinüber. Dann folgen Sie dem Radweg geradeaus unter einer Unterführung hindurch, immer dem Hauptweg folgend zum Matloher See, der mitten im Cottbuser Volkspark liegt. Da können wir uns erstmal ausruhen. Ne? Ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, wissen Sie. Zum Matloher See fällt mir eine tolle Geschichte ein. Wo der Matloher Badesee heute ist, war früher schilfiges Moor. Ungestörte Natur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In diesem Moorgebiet tummelten sich zu Beginn der Frühlingszeit Ansammlungen von Schlangen. Keine großen, sondern einheimische, wie zum Beispiel Ringelnatter oder Kreuzotter. Immer wieder gab es Machtkämpfe und immer wieder war eine 1,50 Meter lange Kreuzotter Sieger. Sie hatte eine Krone auf dem Haupt. Wenn sie durch Bauern gestört wurde, rollte sie sich zu einem Haufen zusammen und zischte. Durch ihr verlockendes Zischen hätte sie manch jungen Burschen ins unwegsame Gelände gelockt. Daher sagt man, dass manche Menschen vor Schreck im Moorgebiet ertrunken sind. Durch die Spreeregulierung mit Hilfe von Wehren trocknete die Gegend aus. Die Schlangenkönigin wurde danach nie wieder gesehen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man der Schlangenkönigin ein Denkmal gesetzt. An einem der Teiche stellte man ein Regenhäuschen auf, das am Dach zwei gekreuzte Schlangenköpfe trug. Ah, jetzt geht's weiter. Rauf auf die Räder. Sie fahren nun links am Badesee auf dem Radweg entlang. Nach kurzer Zeit sehen Sie ein Schild, das den Weg in Richtung Kutzeburger Mühle zeigt. Auf dem Weg dorthin gelangen Sie zur Matloher Kirche. Die sollten Sie sich mal genauer anschauen. Die Matloher Kirche, auch Martinskirche genannt,
fügt sich idyllisch in die Spreeaue ein. Es ist schon seltsam, warum die Kirche nicht im Zentrum vom Stadtteil Marklow ist. Schuld daran sind die Lutgi. Das sind kleine Leute, die abseits der Zivilisation vorwiegend an sandigen Hügeln in der Niederlausitz wohnen. Bei aller Abgeschiedenheit sind die kleinen Leute tüchtig und hilfsbereit. Sie helfen den Menschen bei vielerlei Arbeiten im Haus, auf dem Hof und auf den Feldern. Gute Geister eben, wenn sie von den Menschen gut behandelt werden. Als die zum Christentum bekehrten Sorben auf einer heidnischen Opferstätte inmitten des Dorfes ihre Kirche bauen wollten, brachten sie dorthin das Baumaterial. Nachts kamen die Lutgi mit einem Gespann schwarzer Ochsen, luden das Material auf und brachten alles an eine Stelle außerhalb des Dorfes. Am darauffolgenden Tag ließ der Missionar die Steine zurück an den Ort bringen, an welchen er die Kirche bauen wollte. Jedoch kam die Lutgi mit ihrem Ochsengespann wieder, um alles aufzuladen und um das Baumaterial nochmals fortzuschaffen. Es blieb den Matlorn schließlich nichts anderes übrig, als ihre Kirche hier zu bauen. So setzten die Lutgi ihren Willen auch bei der Auswahl des Standortes für das Pfarrhaus in Matlow durch. Nach ungefähr 100 Meter kommen sie zur Matlower Mühle, nicht zu verfehlen, weil das zylinderförmige Getreidesilo davor steht. Endlich zu Hause! Die Matlower Mühle, früher Madelmühle genannt, nahm 1495 die Produktion auf. Nur ein Jahr später kaufte die Stadt Cottbus die Mühle vom Kurfürsten von Brandenburg. Damals lag die Mühle etwas von der Stadt abgelegen. Es kam kaum einer hin, weil der Kurfürst den Cottbuser Bürgern verbot, die Matlower Mühle zu benutzen. Nur die Matlower Bürger waren als Mahlgäste zugelassen. Somit waren ihre Einnahmen etwas bescheiden. Um 1665 hatte die Mühle drei Mahlgänge, vier Hirsestampfen und eine Schneidemühle aufzuweisen. Gut 100 Jahre später habe ich die Mühle gepachtet. Bis 1908 war sie in unserem Familienbesitz. In den ganzen Jahren haben wir die Mühle ausgebaut. Es kam eine Öl- und Mahlmühle, eine Getreidereinigungsanlage mit Spitzgang und ein Raspelwerk hinzu. Übrigens, das heutige rote Mühlengebäude hat meine Familie 1868 als neue Mahlmühle errichten lassen. Am 16. April 1945 wurde die Anlage durch den Bombenangriff der Alliierten stark beschädigt. Nach dem Krieg konnte der Mühlenkomplex für eine Tagesproduktion von 9 Tonnen notdürftig wiederhergerichtet werden. Die Stilllegung der Öl- und Schneidemühle erfolgte 1965. 1995 wird der Mühlenbetrieb nach über 500 Jahren eingestellt. Zweitausendzwei wurde das neue rote Mühlengebäude saniert und zu einem Bürohaus umgestaltet. Lassen Sie uns noch ein wenig durch die schöne Natur radeln und meinen Müllers Nachbarn besuchen. Fahren Sie an der Matlower Mühle rechts vorbei, folgen Sie dem schmalen Wanderpfad über die kleine Brücke und seien Sie vorsichtig beim Überqueren der Hauptstraße. Gleich gegenüber führt der Weg weiter zur Kutzeburger Mühle. An den Weggabelungen halten Sie sich immer links. Dann kommen Sie nach einer schönen Fahrt durchs Grüne an der Kutzeburger Mühle an. Die Kutzeburger Mühle wurde erstmals 1545 im Erbregister des Lehnsherrn von Galinchen als Mölle Skotze Proge erwähnt. Die Kutzeburger Mühle wurde von einem Herrn Rönsch gekauft. Er wollte, dass sein Schwager Bennewitz die Mühle führt.
Der preußische König Friedrich II. Bestätigte den Pachtvertrag, welcher bis ins 20. Jahrhundert rechtsgültig war. Jedoch im 19. Jahrhundert kam es auch hier zur Industrialisierung. Die Tuchmacherinnung aus Cottbus kaufte die Mühle. Sie ließ eine Walke nach moderner niederländischer Art errichten. Nach 66 Jahren wurde die Produktion eingestellt. Die baufällige Mühle wurde im Laufe der Zeit abgerissen. Heute kommen viele Familien aus der Stadt und der Umgebung hierher zum 1928 gegründeten Ausflugslokal Kutzeburger Mühle. Nur um das Landleben zu genießen. Mittlerweile gibt es hier einen Biolandhof mit Hofladen, eine Gaststätte mit Pension und einen Reiterhof. Unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel Reitturniere oder die Brandenburger Landparty, werden regelmäßig durchgeführt. Ja, jetzt haben Sie vieles über die Mühlen und auch über die Stadt Cottbus erfahren. Also mir hat es mit Ihnen auf alle Fälle Spaß gemacht. Und vielleicht kommen Sie mal vorbei und ich male Ihnen ein Sakon aufs Haus. Am Ende muss ja keiner davon wissen, hä? Ich verabschiede mich. Und lassen Sie sich bei Ihrer Rückfahrt nicht von einem Kobold erschrecken. Glück zu!